Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, heute bekommst du eine aufregende Einladung zu einem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis, das sich möglicherweise auf deine Karriere auswirkt oder dich mit einflussreichen Menschen in deinem Interessengebiet bekannt macht. Deine Energie und dein Enthusiasmus werden ansteckend sein und einen starken Eindruck auf andere machen. Wenn du dich auf Diskussionen einlässt, wird deine aufrichtige und herzliche Art geschätzt und du kannst bedeutungsvolle Kontakte knüpfen. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten könnte gemischte Gefühle gegenüber Veränderungen hervorrufen. Vielleicht bist du bereit für Veränderungen, dann wirst du die Energie, die sie mit sich bringen, begrüßen. Wenn dich Veränderungen hingegen nervös machen, fühlst du dich vielleicht ein bisschen verkrampft. Um diese Zeit mit Leichtigkeit zu überstehen, solltest du dich entschleunigen und tief atmen, um ein Gefühl der ruhigen Absicht zu entwickeln. Yoga kann besonders hilfreich sein, denn es zentriert dich durch den Atem und hilft dir, inneren Frieden zu finden. Vermeide es, dich im täglichen Auf und Ab zu verfangen, indem du dich auf größere Trends und langfristige Ziele konzentrierst. Belangloses Geschwätz über die Arbeit und triviale Angelegenheiten können dich leicht zu Fall bringen, wenn du ihnen erlaubst, deine Aufmerksamkeit zu absorbieren. Richte deinen Fokus stattdessen auf die wichtigeren Aspekte deines Lebens und arbeite daran, deine Ziele zu verwirklichen. Das Leben bewegt sich heute in einem rasanten Tempo, vor allem, wenn es um deinen Partner oder deine Partnerin geht. Du hast dir vielleicht noch nicht viele Gedanken über die Zukunft eurer Beziehung gemacht, aber jetzt ist die richtige Zeit für eine offene und konstruktive Kommunikation. Führt sinnvolle Gespräche und lasst ihnen echte Taten folgen, die euer Engagement füreinander zeigen. Diese Gespräche könnten zu einem tieferen Verständnis der Rolle des anderen im Leben des anderen führen und ihr könntet von den Ergebnissen freudig überrascht sein. Der heutige Tag steht im Zeichen des kosmischen Potenzials, das dich dazu auffordert, neue Anfänge mit einer positiven Einstellung zu begrüßen. Die Ausrichtung der Sterne begünstigt deine Reise zu persönlichem Wachstum und Erfolg und ermutigt dich, die Vergangenheit loszulassen und dir ehrgeizige Ziele zu setzen. Wenn das Universum deine Bemühungen unterstützt, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Scheue dich nicht, Neuland zu betreten und deinen inneren Mut anzuzapfen. Ergreife den Moment und lass dich von der heutigen Energie auf einen Weg voller Erfüllung und Erfolg bringen. Begrüße den neuen Tag mit Optimismus und beobachte, wie sich deine Träume in Luft auflösen. Auch wenn die Stimmung immer noch angespannt ist, denke daran, dass persönliche und berufliche Beziehungen vielleicht Kompromisse erfordern. Zögere nicht, Rat einzuholen, wenn es nötig ist, und sei nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten, wenn es nötig wird. Erkenne, dass du die Last nicht allein tragen musst und dass es ein Zeichen von Stärke und Weisheit ist, wenn du dir Unterstützung suchst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, Krebs, die Chancen ergreifen solltest, die sich dir durch die Einladung zu einem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis bieten. Deine Energie und Authentizität werden eine positive Wirkung haben. Nimm Veränderungen mit Gelassenheit an und konzentriere dich auf dein persönliches Wachstum. Lenke deine Aufmerksamkeit von alltäglichen Nebensächlichkeiten auf größere Trends und langfristige Ziele. Stärke deine Beziehung durch offene Kommunikation und sinnvolle Aktionen. Nimm das kosmische Potenzial an und begib dich auf eine Reise der Selbstverbesserung und des Erfolgs. Suche nach Unterstützung und Führung, wenn du sie brauchst. Nimm den Tag mit Optimismus in Angriff und lass deine Träume hoch aufsteigen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein,
unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Partnerschaft und Harmonie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit anderen erleben wirst, sei es in einer romantischen Beziehung, einer Freundschaft oder einer Partnerschaft. Sie steht für eine Zeit, in der du die Liebe umarmst und die Bindungen zu deinen Mitmenschen vertiefst. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, Entscheidungen aus einem Gefühl der Liebe und Einheit herauszutreffen. Sie erinnert dich daran, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu suchen und die Schönheit emotionaler Verbindungen zu schätzen. Neben den Liebenden haben wir die Sechs der Schwerter. Diese Karte steht für den Übergang, das Weitermachen und das Finden von Frieden. Sie steht für eine Zeit, in der du die Vergangenheit hinter dir lässt und dich auf eine ruhigere und friedlichere Zukunft zubewegst. Die Sechs der Schwerter lädt dich dazu ein, den Prozess des Übergangs anzunehmen und emotionalen Ballast loszulassen, der dich vielleicht belastet. Sie erinnert dich daran, dass du ein Gefühl des Friedens und der Heilung finden kannst, wenn du das zurücklässt, was dir nicht mehr dient. Die Liebenden und die Sechs der Schwerter bilden zusammen eine Kombination aus Liebe, Harmonie und dem Potenzial für emotionale Heilung und Wachstum. Die Liebenden betonen, wie wichtig tiefe Beziehungen zu anderen sind, während die Sechs der Schwerter die Notwendigkeit unterstreicht, die Vergangenheit loszulassen und einer friedlicheren Zukunft entgegenzugehen. Nimm heute die Energie der Liebenden an, indem du deine Beziehungen pflegst und dich um Harmonie und Einigkeit mit den Menschen bemühst, die dir wichtig sind. Bringe Liebe und Wertschätzung für die emotionalen Verbindungen zum Ausdruck, die du hast. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sechs der Schwerter, indem du emotionalen Ballast aus der Vergangenheit loslässt und dich auf den Prozess des Übergangs einlässt. Finde Frieden, indem du zurücklässt, was dir nicht mehr dient, und blicke in eine ruhigere und gelassenere Zukunft. Diese Deutung steht für einen Tag der Liebe, der emotionalen Heilung und des Potenzials für Wachstum. Mach dir die Energie der Liebenden zu eigen, indem du die emotionalen Verbindungen, die du mit anderen hast, feierst. Nutze die transformativen Qualitäten der Sechs der Schwerter, wenn du die Vergangenheit loslässt und dich auf eine friedlichere und harmonischere Zukunft zubewegst. Denke daran, Entscheidungen aus einem Ort der Liebe und Einheit herauszutreffen, und sei offen für den Prozess der emotionalen Heilung und des Wachstums. Wenn du die Qualitäten der Liebenden und der Sechs der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Vertiefung von Verbindungen, emotionaler Befreiung und dem Potenzial, Frieden und Gelassenheit in deinen Beziehungen und deinem Leben zu finden, meistern.